Das sind halt so Gegner, die ein bisschen unorthodox boxen, aber das muss man auch, solche Leute muss man auch boxen auf dem Weg nach ganz nach oben. Wir haben uns bewusst jetzt nach 2 Jahren Pause, Ringpause, haben wir uns bewusst einen starken Gegner genommen, einen zäher Gegner, damit ich auch über mich rauswachsen muss und 6 Runden voll Power geben muss. Weil es hätte mir nichts gebracht, wenn ich irgendeinen Gegner hätte, den ich in der ersten Runde weggehauen hätte. Deshalb Da zeigt halt deine Routine, deine Professionalität, weil ich habe ja auch viel bei den Amateuren geboxt und da zeigt halt, wie cool man bleibt und wie man, egal was der Gegner macht, dass man trotzdem Fokus, seine Linie weiter boxt, weil wenn ich mich auf ihn einlasse, dann lasse ich das zu, dann mache ich das, was er will. Ja, aber genau. Ich muss ja meine Linie weiter boxen. Ich muss fokussiert auf meine Schiene bleiben und das weitermachen. Ich bin erstmal froh, dass ich heute erstmal einigermaßen eine gute Leistung abgerufen habe, dass ich die Fans, dass ich die ganzen Leuten, die eine große Erwartung von mir hatten, dass ich die glücklich gestellt habe. Und ich habe den ersten Schritt gemacht und jetzt geht's weiter. Ich will wieder nach vorne und deshalb, das heißt, gute Gegner boxen, um wieder besser zu werden. Da gab es irgendwie Probleme, der hat dann kurzfristig abgesagt. Björn Schicke auch, einer der kommenden deutschen Superstars. Ja. Bruder seit klein auf. In erster Linie heißt es erstmal wieder in den Ring reinkommen. Ich muss jetzt erstmal wieder reinkommen. Es ist geplant, vielleicht dieses Jahr noch 1-2 Kämpfe zu machen. Und dann, wenn ich meine ganzen Fehler verbessert habe, dann kann man wieder sehen, was macht man national in Deutschland. Aber ich verstecke mich vor keinem. Ich bin für jeden Kampf offen und ich freue mich auf solche Duelle. Ich glaube an Ruiz. Auch, ey, alle glauben an Ruiz, echt? Ja, weil viele unterschätzen so ein bisschen dickere Boxer wie du hast wir. Abgenommen, oder? Also ja. Gegen früher bist du schon, bist du ja. Halt schlecht in Shape. Oder? Ja, so. Alles gut. Vorzeitig oder meinst du über die Runden oder wieder? Ich sag mal so, wenn Joshua einiges an seinem Deckungsstil, an seinem Kampfstil, vieles geändert hat, dann wird es diesmal vielleicht über die Runden gehen, aber Ruiz ist ein harter Hund und harter Brocken. Ihm gönne ich das vom Herzen wirklich. Ich gönne es jedem Menschen, jedem Boxer auf dieser Welt. Aber der möge der Bessere immer gewinnen. Das, okay. Das ist das Sport. Ja, klar, das ist auf jeden Fall. Genau. Okay, dann danke für das Interview. Ciao.